Hallo Karin, wir stecken mitten in den Endproben von Don Giovanni, deiner letzten Inszenierung hier als Generalintendantin am Theater Magdeburg. Und in wenigen Tagen ist Premiere. Wie ist die Stimmung? Also die Stimmung ist riesig groß, also muss man sagen. Also alle Leute haben Spaß an dieser wunderbaren Oper. Und ich denke, wichtig sind auch die einzelnen Paarungen sozusagen, ganz besonders Don Giovanni und sein Diener Leporello. Also die sind einfach in Hochform. Ja. Welche Bedeutung hat diese Inszenierung für dich? Also ich habe schon die anderen zwei Mozart-Opern mit Librettos bei Da Ponte, Figaros Hochzeit und Così fan tutte gemacht und ich wollte immer auch die dritte machen. Wir haben damit eröffnet und ich finde auch ganz gut, nach 12 Jahren kann man ruhig dann wieder einen Don Giovanni machen, schließt den Kreis für mich. Und ich muss auch noch dazu sagen, dass diese Terzett vor der Höllenfahrt mit den drei Bassstimmen ist vielleicht für mich ein Höhepunkt. Du hast die beiden anderen Opern hier schon inszeniert. Was ist so das Tolle auf der musikalischen Seite von der Oper Don Giovanni? Und ich denke, vor allem diese drei Opern, es ist, wo perfekt Musik und Text zusammenkommen. Es ist eine richtig dramaturgisch gut ausgedachte Stücke, weil Da Ponte halt eben sein Metier auch kannte. Es sind nicht nur Musik. Und das finde ich einfach, wie das zusammenkommt. Und merkt man so Momente, die direkt von Da Ponte kommen. Er kannte Casanova und er hat einfach auch Sätze da hineingeschrieben. Mozart hat auch seine komödiantische Aspekte gehabt, indem er zitiert Musik von Figaros Hochzeit in der Schlussszene. Und das muss man auch wissen, dass der Leporello, der erste Leporello war auch der erste Figaro. Also das war auch eine Familienangelegenheit, denke ich mir. Und du hast es schon gesagt, Da Ponte kannte Casanova. Casanova hat vielleicht auch dazu beigetragen, zur Interpretation des Don Giovanni auf der Bühne. Was ist denn Don Giovanni, Don Juan im spanischen Original für ein Charakter? Er ist ja so der, er gilt als der stereotype Verführer. Was ist er für dich? Well, das ist die Frage. Natürlich, dieser Mann hat so 350 Jahre Existenz mittlerweile. Man kennt ihn aus Spanien, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Und Peter Handke hat auch ein Stück vor kurzem in Deutschland geschrieben. Man kann ihn auch interpretieren als bös. Man kann ihn also ein bisschen Marquis de Sade. Aber bei Mozart, sowie bei Molière, der Mann, den wir kennen, ist ein ganz großartiger Verführer. Und er mag die ganze Jagd und eigentlich das Verführen. Und das sehen wir ihm bei seiner Arbeit auf der Bühne. Und wir denken, wow, das wäre nicht schlecht vielleicht. Wir haben ja tatsächlich drei weibliche Opfer, sozusagen drei Frauenrollen, die Don Giovanni irgendwie zum Opfer gefallen sind. Wie sind die denn zu charakterisieren? Also das sind drei ganz verschiedene Frauen. Das ist das Interessanteste. Auf der einen Seite man hat Donna Anna, die offensichtlich total durcheinander nach dieser eine Nacht mit Don Giovanni ist und sie meint, dass es wäre Vergewaltigung. Aber wir sind gar nicht sicher. Sie ist nur sehr neurotisch und sie kommt nicht damit zurecht. Dann haben wir die wunderbare Donna Elvira. Die waren 3 Tage und 3 Nächte lang zusammen in Burgos. Also, und wer weiß, was sie dort angestellt haben. Also auf jeden Fall, wir wissen, dass nach diesen 3 Tage und 3 Nächte er ist weggegangen und sie einfach folgt ihm durch ganz Spanien, weil offensichtlich die 3 Tage und 3 Nächte waren ihr nicht genug. Und dann haben wir die kleine Bauerin, die Zerlina, und sie natürlich ist verführt, weil ein Mann zum ersten Mal mit weichen Händen berührt ihre Arme, küsst sie und sie denkt, das ist ein Leben, ach, man könnte sich dran gewöhnen. Aber sie ist klug genug, wie alle Dienstmädchen im 18. Jahrhundert, die wissen ganz genau, was der böse Aristokrat machen kann. Und am Ende, sie kehrt doch zurück zu ihrer Liebling Masetto und die werden heiraten. Und wir ahnen, sie ist die einzige Frau, die eine positive Entwicklung durchgemacht hat. Und sie wird eine wunderbare Mutter und Ehefrau sein. Genau, also wirklich total viel steckt in dieser Oper drin. Man leidet mit den Figuren, man freut sich für die Figuren. Es ist wirklich Slapstick, es ist Komödie, es ist Drama, es ist alles drin. Ja. Wenn du zusammenfassen solltest, was erwartet unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich diese Produktion anschauen, in einem Satz oder in zwei Sätzen, was können sie erwarten von der Inszenierung? Well, ich denke mir, wir versuchen, diese Geschichte zu erzählen. Und es ist wirklich es ist gewissermaßen einfach
nächtliche Szenen aus dem Leben von Don Giovanni. Mhm. Und eigentlich die Zusammenhänge sind nicht immer ganz klar. Das sieht man einfach, alle diese Aspekte von einem Mann, ein guter Verführer. Und jemandem, der das Leben genießt. Ich meine, er singt die Champagner-Arie. Mhm. Er genießt einfach den Gedanken, schöne, hübsche, viele Frauen zu sehen, viel guten Wein zu trinken und ein schönes Leben zu haben. Vielleicht liegt das Problem manchmal bei den Frauen, die erwarten mehr aus diesem Mann und wollen einfach die Wahrheit nicht ins Auge schauen und es einfach auch genießen und dann auch wegziehen. Also das Publikum soll auch, denke ich mir, wenn man nicht Don Giovanni und seine Energie verführerisch findet, dann haben wir was Falsches gemacht. Aber im Martinian, wir haben ein hervorragender Don Giovanni und ich glaube, der reißt uns alle mit und da wollen wir doch vielleicht das sozusagen Naughty Weekend mit ihm an der Côte d'Azur verbringen. Also das wäre vielleicht doch nicht so schlecht. Hauptsache, dass man weiß, dass Montag in der Früh, es ist alles vorbei. Genau, also wir wissen, Montag in der Früh ist die Premiere zumindest schon vorbei. Wir freuen uns jetzt alle auf diesen Endspurt. Die letzten Tage genießen wir noch und wir hoffen einfach, dass das Publikum auch mitgerissen wird von der unglaublichen Energie. Ich wünsche dir, ich wünsche uns auch wirklich ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir, Hannes.